Was? Wow! Grabspinne, okay. So, das eklige Teil, den geben wir mal von hinten was auf die Rübe. Ich hasse Grabspinnen. So, geh mal wieder auf die Patty, das ist besser. So, dann können wir wieder auf dich drauf kloppen. So. Okay, und jetzt nochmal. Ah, ah, oh, oh. Okay, das reicht jetzt. Patty, du bist dran. Ja, gib's dir. Oh, oh, Patty. Patty. Ja, lenk sie ab oder mach sie gar platt. Sehr schön. So, einstecken, Grabspinne können wir leider nicht plündern, wie es aussieht. Gut, dann speichern wir an der Stelle nochmal zwischen. Und da ist der Schatz. Da ist der Schatz. Oh, jawohl. Was haben wir denn hier? Goldbeutel, 50 Gold, einen Pokal, einen Pokupilz. Und hier haben wir ein Kreuzchen. Sehr schön, das buddeln wir jetzt aus. Aha. Da bin ich aber gespannt. Das muss jetzt Garcias Schatz sein. Und hier hat doch Stahlbart bestimmt was versteckt. In Garcias Schatz, hat er irgendwie erzählt. Mal gucken. Oder auch nicht. Oder ist es das hier gar nicht, der Garcias Schatz? Ich weiß es nicht. Oh doch, Garcias Schatz. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass der ganz schön schwer ist. Gucken wir mal rein. Da bin ich jetzt gespannt. Amulett der Erde. Oh, ein mächtiges, uraltes Bann-Amulett. Ich brauche es im Kampf gegen Mara. Funkelnder Goldring, 700 Gold, Goldpokal und ein Idol. Jawohl, Stahlbart-Artefakt. Artefaktjäger, 20 Punkte. Ach, ist das cool. Jetzt haben wir ein legendäres Amulett, das Amulett der Erde. Ach ja, ist das nicht schön? Hier ist noch eine 60er-Kiste, noch mehr Schätze für uns. Mhm. Na, schauen wir mal, wie die Kiste, aber ich kann es mir schon denken. So oder so ähnlich. So, dann hinten bestimmt. Okay, dann nicht so. Mhm. Nee. Okay, und jetzt der Schluss. Ah, verstehe. Grog, Trank des Rituals, 9 Gold. Okay, und hier haben wir noch eine Geisterlilie. Und hier sind wir ganz hoch oben über dem Meer. Oh, hier haben wir einen fantastischen Weitblick über Antigua. Da hinten stehen unsere Schiffe. Ich muss nochmal kurz abhusten. So, und für uns wird es jetzt an der Zeit sein, mal nachzuschauen einfach. Oh, wir haben schon 6200 Gold und wir haben noch Haufen Sachen zu verkaufen. Leute, so langsam werden wir reich, oder? Hier können wir auch jetzt Gerissenheit zum Beispiel aufleveln. Ein linker Stiefel. Ach so, plus 1. Gerissenheit plus 1. Der linke Stiefel. Das Attribut Gerissenheit steigert den Grundwert der Talent-Diebeskunst-Schmutz. Ah, okay. 12.000 und für 12.000 können wir Gerissenheit nochmal um 1 erhöhen. Das ist ja Hammer. Schmutzige Tricks, Diebeskunst 81 haben wir, Silberzunge 51. Hammer. Okay. Oder machen wir Härte? Ne, wir machen Gerissenheit nochmal. Zack, und wir haben Gerissenheit aufs Maximalste erhöht, glaube ich. Ich glaube, das geht gar nicht mehr weiter, oder? Doch, 15.000. Das geht noch weiter zu steigern. 86 Diebeskunst, schmutzige Trick 56, Silberzunge 56. Da haben wir auch einiges. Okay. Ja, wie weit geht denn das noch? Frage ich mich an dieser Stelle. Weil ich dachte, es geht nur bis Stufe 10 und jetzt haben wir hier... Eieiei. Na gut. Ja, aber wenn wir viele Viecher killen, dann bekommen wir doch auch viele Ruhmpunkte zusammen. Ich weiß nicht, gehen wir nochmal auf Gerissenheit das nächste Mal? Beziehungsweise wann ist das überhaupt voll, frage ich mich. Es ging ja jetzt schon ewig Gerissenheit, haben jetzt schon Stufe 10 davon. Und es ist immer noch nicht voll. So, das seltsame Tor ist offen. Achso, ich wollte auch nochmal gucken wegen dem Amulett, ob wir uns da irgendwie was anziehen können. Ausrüstung. Amulett, da. Da, das Amulett der Erde.
Glücksamulett, Kugelsicher, schwarze Ritual, Ritual plus 15, Diebeskunst plus 10. Ach, wir haben das hier angelegt. Pistole. Ja, ich setze mal wieder das Diebeskunst plus 10 an, solange wir diebische Sachen vorhaben. Okay, und das Amulett der Erde können wir also auch anziehen. Bringt uns jetzt aber wohl nicht so viel Attribute erstmal. Oder ich weiß gar nicht, was es bringt. Müsste man mal austesten. Aber im Moment möchte ich lieber das Diebesamulett noch anhaben. So, gehen nochmal den Berg runter. Und da drüben, seht ihr da drüben, da sehe ich nämlich schon wieder eine Schatzkiste. Ich wollte nämlich nochmal auf die linke Seite des Wasserfalls rüberwandern, dass wir auch die letzten Kisten hier noch unser eigen nennen können und alles einheimsen, was wir finden können. So, auf der Seite waren wir nämlich noch nicht. Und wir wollen ja alles mitnehmen, was geht. Jede Ruhmpunkte, alles mitnehmen. Ah, da kommt noch ein Sandteufel raus. Guck mal einer an. Wo ist denn Pitti, wenn man sie braucht? Da kommt sie endlich. Komm schon, Pitti. Oh, das ist noch ein Sandteufel. Heimatland. Naja, man muss die nur auch einmal im Griff haben. Dann geht das. Wieder 100 Ruhmpunkte für uns. Okay. So, und da, glaube ich, ging es hoch zu der Kiste, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Jawohl, das sieht gut aus. Hier haben wir eine kleine Händlerkarawane, die hier wohl mal vorbeigezogen ist. Und eine 60er Kiste hinterlassen hat. Nur für uns. Okay, und die letzten beiden. Sehr schön. Schönes Ding. Proviant, Lunden, Schloss und 103 Gold. Da liegt aber auch noch ein bisschen Gold daneben. Also das nehmen wir uns auch mit. Können ja jedes Stück Gold gebrauchen. Schädelblüte. Okay. Gut, gibt es hier oben noch was? Ich glaube nicht. Gibt es da seitlich noch was? Ich glaube nicht. Gibt es da hinten noch was? Ich glaube nicht. Nee, da gibt es nur so einen verschrumpelten Baum, von dem wir jetzt erstmal nichts wollen. Haben wir hier hinten vielleicht noch was ich übersehen habe? Jawohl, etwas Goldklee. Okay, das da hinten ist mir jetzt ein bisschen egal, mehr oder weniger. Und Krallenaffen, die geben auch immer schön Erfahrungspunkte. Ja, 50 halt. Aber meistens macht es halt die Masse der Krallenäffchen. So, haben wir auch noch was? Nochmal Goldklee, eieiei. Was haben wir denn da? Da kann man hochklettern. Das machen wir gleich. Wollen uns nicht vertreiben lassen. Gleich geht's weiter hier. Oh, schwarze Oleander. Was haben wir hier? Okay, hier geht's ein bisschen in den Dschungel rein. Oh, das sind andere Affen. Das sind Blaukrallen. Ach so, und keine Krallenaffe, sondern Blaukrallen. Ich glaube, die geben jetzt mehr Erfahrungspunkte auch, oder? Ist ein bisschen stärker. Ja, genau, 100. Das sind die stärkeren Brüder der Krallenaffen sozusagen. Aber mit denen hatten wir es ja auch schon einmal zu tun. Von dem her kein Problem für uns. So, nochmal 300 Ruhmpunkte. Das geht Schlag auf Schlag hier. So, jetzt fehlt am besten nur noch irgendein Alligator oder sowas und wir sind zufrieden. Okay, Blutwurzel. Andere gehen wir jetzt mal. Dahinter. Oh, das ist auch noch eine Kiste. Also hier kommt wirklich eine Kiste nach der anderen. Da ist wieder ein Krallnavel, ein schwächerer Bruder. Zack. So, Krallnavel, Blutwurzel und noch eine 20er Kiste. Also hier sind wir wirklich nur mit Schatzjagd fast beschäftigt auf Antigua. Okay, für eine Viererkiste war das Schloss ziemlich kompliziert. 15 Gold, 8 Schrot, Bloody Mary haben wir auch dabei. Das ist gut. Und wir haben es im Moment 18.56 Uhr. Heißt also, ich bin gleich wieder für eine Aufnahmepause zu haben. Und wir machen dann das nächste Mal weiter, wenn es heißt Let's Play Risen 2. Beziehungsweise Ahoi und Arr. Okay, aber noch sind wir nicht ganz am Ende. Noch habe ich ein bisschen Lust. Moment, also noch ein bisschen müsst ihr es noch mit mir aushalten.
Naja, es sind sowieso immer folgenmäßig alles geschnitten. Da muss man gar nicht lange mit mir aushalten, sondern immer nur 20 Minuten meist. Kiste. Krabbenstecher, okay. Fackel und 2 Gold. Haben wir ein Schwert namens Krabbenstecher, was es nicht alles gibt. So, hier ist noch eine Schädelblüte. Okay, und das war's auch schon. Können wir auch schon von hier wieder runter. Aber immer vorsichtig, nicht wahr? Wir wollen ja nicht runterfallen und sterben, wie es mir schon ein paar Mal passiert ist. Das ist dann immer schade drum. So, und jetzt geht's aber direkt weiter. Ach, nanu, jetzt kommt die Luna hier an, will auch mal nebenbei gestreichelt werden. Macht ein bisschen Lecki-Lecki an der Hand und dann kann ich meine Hand endlich wieder nehmen. Wow, Sandteufel und zur Maus bewegen. Okay, das sind ein bisschen viele Sandteufel-Petty. Jetzt wollte ich schon fast Peggy sagen. Es gibt auch Petty-Mayonnaise. Wie hieß die Serie damals noch? Duck? Irgendwie, ich glaube, die hieß nur Duck, oder? Kann das sein? Duck, oder? Nee, irgendwie ist die anders. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber mit Duck und Patty Mayonnaise und Skeeter, glaube ich, hieß einer. Irgendwie so was. Boah, da kommt noch ein Sandteufel raus. Patty, bevor du da bist, ist der Sandteufel Geschichte. Du musst ein bisschen schneller sein. Oh, was haben wir denn hier? Noch eine Kiste. Also hier sind wir wirklich vor Kisten nicht verschont. Eine Kiste nach der anderen. Na, komm schon. Jetzt hier aber so. Jetzt haben wir es endlich. Kann ja auch nur wieder Kleinigkeiten drin sein. Trank des Diebes war da gerade drin. Habe ich das richtig gelesen? Aber auf jeden Fall einen Trank. Das ist sehr gut. Das ist mehr als gut. Das ist super gut. Okay, hier oben haben wir bestimmt auch noch was, oder? Versteckt. Ich kenne doch Risen. Aha. Das hier sieht mir auch so geheimnisvoll aus. Ja, dann stehen wir mal dahinter. Hier ist noch eine Höhle. Wow! Gleich eine Krabbe und ein Sandteufel. Ja, okay, Petty nimmt sich der Krabbe vor. Wir kümmern uns um den Sandteufel und anschließend um die Krabbe. Ach, schön. Die liegen schön lange auf dem Rücken. Sehr cool. Können wir uns wieder eine Muschel ergattern? Lololololo. Geisterlilie nehmen wir uns noch mit. War hier sonst noch was? Nee. Bestimmt die Höhle ist hier das eigentliche Highlight. Hier hinten. Obwohl ich glaube, hier gibt es im Moment noch nichts, oder? Gibt es hier was Großartiges? Ein Schatz vielleicht? Wow, was ist das denn? Was ist das denn? Klabautermann. Ja, beim Klabautermann. Beim Klabautermann. Jetzt geht's aber los hier. Okay, viele, viele Sandteufel hat der, die ihn beschützen. So, jetzt helfen wir Petty mit dem Klabautermann hier. Wow. Questerfolg, der Klabautermann. Heieiei. So, Sandteufel, Sandteufel, Sandteufel. 2 Smaragde, 73 Gold. Hier haben wir einiges erbeutet jetzt. Eieiei. Den Klabautermann gibt es wirklich, verdammt. Okay, den gab es wirklich. Mittlerweile nicht mehr. Daran sind wir schuld. Nein. Also Kinder, ihr braucht ab und zu, ab sofort, meine ich natürlich, keine Angst mehr zu haben. Den Klabautermann gibt es nicht mehr. Oh, Langmesser, das nehme ich auch mit. Na, komm schon. Beim Klabautermann. Ja, das zählt irgendwie auch mit zu einem Piratenspiel einfach dazu, dass es den Klabautermann gibt. Nanu, wen haben wir da? Noch einen Dunkeldürrer. Dann können wir auch noch das Fell über die Ohren ziehen, beziehungsweise die Lederhaut. Der hat ja kein Fell. Haha. Mistviecher. Mistviecher. Du sagst es, Patty. Du sagst es. Hier oben haben wir nichts weiter als ein Entermesser. Es ist ziemlich hell hier drin in der Höhle. Ich glaube, hier hinten ging es auch noch irgendwo lang. Da. Hier gibt es doch bestimmt noch was. Oh! Was haben wir denn hier? Duncan? Wer bist du denn? Wo kommst du denn her?
Na, von draußen. Von draußen? Sehr lustig. Du bist ganz schön mutig, hierher zu kommen. Da hinten läuft irgendwo ein riesiges Monster herum. Ich konnte mich gerade eben noch hier verkriechen. Ja, das sehe ich. Schlechter Plan. Du musst ja auch irgendwann mal wieder raus. Wie auch immer. Ich bin froh, nicht mehr alleine zu sein. Ja, wie bist du überhaupt in diesen Schlamassel geraten? Wie bist du überhaupt in diesen Schlamassel geraten? Ich war mit meinem Kumpel Eddie vor der Grotte fischen. Auf einmal kam dieses Riesenvieh. Und Eddie ist abgehauen. Toller Freund. Das Monster hat ihm hinterhergesehen. Da bin ich tief in die Grotte rein und hab mich versteckt. Normalerweise habe ich nichts gegen Meerestiere, aber das Ding? Ja, ihr seid hier draußen ziemlich auf euch allein gestellt, was? Ihr seid hier draußen ziemlich auf euch allein gestellt, was? Weißt du, früher war es gar kein Problem, auf Antigua herumzulaufen. Das Schlimmste, was dir begegnen konnte, war ein betrunkener Seeräuber, nachts vor der Taverne. Aber in letzter Zeit kommen immer öfter seltsame Viecher aus dem Meer. Weiß der Seeteufel, was das zu bedeuten hat? Ja, lieber verstecken, würde ich sagen. Du kannst wieder nach Hause gehen, das Vieh ist Geschichte. Du kannst wieder nach Hause gehen, das Vieh ist Geschichte. Dem Gürger sei Dank. Ich hoffe, sowas passiert mir nicht nochmal. Hier, nimm das als Dank. Mir ist gerade mehr nach Angeln als nach Schatzsuche. So, ach, eine Schatzkarte haben wir erhalten. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Ich warne, steck die Waffe an. Ich wollte doch nur die Ratte töten, Mann. Nur mal nicht beleidigt sein. Oh, hier haben wir auch noch eine Kiste. So, hast du die hier hinterlassen, oder was? Da bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Bestimmt nur Kleinigkeiten. Ja, Bloody Mary und eine Muschel, aber immerhin. Hier hat er sich schon ein Bett eingerichtet. Das ist mir ein Vogel. Der Schatz in der Grotte auf Antigua. Markieren wir mal auf der Karte und schauen mal, wo der ist. Ah, nur weiter vor. Okay, das heißt doch einfach nur hier raus, oder? Und dann müsste er schon irgendwo hier sein. Der Schatz. Nanu? Der Schatz in der Grotte auf Antigua. Nanu, was haben wir denn hier denn noch? Oh, ein Langmesser haben wir hier noch. Da haben wir noch eine Narrenkappe, die findet man auch nicht allzu oft. Hatte ich ja vorhin bereits mal erwähnt. Jetzt finden wir noch eine, sehr schön. Wo ist denn jetzt hier der Schatz? Der muss doch hier ganz in der Nähe sein. Bestimmt da oben, oder? Bestimmt. Ah, jawohl, da ist er. Dann buddeln wir ihn eben aus, wenn er ihn nicht mehr möchte. Der war schon ganz nah am Schatz und verzichtet dann drauf. So ein Idiot. Hätte ich niemals gemacht. Niemals. Aber gut, dann ist es eben unser Schatz jetzt. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. So, und dann wieder rausgehieft mit der Kiste. Immer schön aus den Knien heben, habe ich ja schon mal gesagt. Nicht, dass du den Hexenschuss zuziehst. Der Schatz in der Grotte auf Antigua. Das sieht gut aus. Und mal rausgefischt. Mal gucken, was da drin ist. Goldbrocken, 500 Gold, ein Idol und noch ein Idol. Ach, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir einige Schätze hier erbeutet wieder. Wo ging es jetzt hier raus? Guck mal an, jetzt habe ich mich schon verlaufen hier. Aber da, wo das Wasser schwillt natürlich, da geht es auch wieder raus. Ach, schön. Haben wir auch eine Grotte erkundet? Nice. Gut, dann heißt es für uns ja wieder, wir können zurückkehren. So langsam wird es nämlich dunkel hier. Und ich habe Angst im Dunkeln. Eieieiei. Glaubt man es oder glaubt man es nicht? Oh, was ist denn da? Das sind bestimmt die Fischer am Oststrand. Garganus, da können wir da bestimmt auch schlafen. Vorher killen wir noch drei Riesenkrabben. Ich wollte sagen zwei, jetzt sind es drei, okay. Daher drei. Ah, sehr schön. Na komm, komm. Sehr schön, da ist noch eine Riesenkrabbe. Ah, sehr schön, Patty. Wieso kann ich eigentlich nicht treten? Ich habe doch auch Treten extra gelernt. Und kann nicht treten. Ich finde es unmöglich. Irgendwas ist da faul. Vielleicht, weil ich den Papagei eingesetzt habe. Aber das kann doch nicht der Grund sein. Der Papagei kann doch nicht der Grund sein, dass ich nicht mehr treten kann. Wo kommen wir denn hin? Na gut. Dann erledigen wir erstmal die Krabbe hier. Guckt, ich kann immer nur Papagei einsetzen. Sehr schön, Patty. Naja, solange wir dich dabei haben, muss ich nicht treten können.
Reicht dir, wenn du es kannst. Da haben wir noch eine Muschel. Was wächst hier? Nix, oder? Doch, eine Makibeere.